Hallo und herzlich willkommen zu Geld krisensicher anlegen. Mein Name ist Carsten Kublitz. Hier ist eine kleine Serie zum Thema Basiswissen und Finanzen. Es geht um klassische Finanzprodukte. Wie sieht der Finanzmarkt in Deutschland aus? Welche Produkte gibt es derzeitig? Welche Produkte machen Sinn? Welche machen weniger Sinn? Wo sind die meisten investiert? Wir schauen uns an, wie funktionieren die Anlagen? Wie legen sie an? Wo legen sie an? Was kommt für dich an Rendite heraus? Was kannst du erwarten? Wie hoch sind die Kosten? Wie transparent sind die Kosten? Gibt es ein Risiko bei dem Thema? Bekommst du Verlust, völliges Verlustrisiko oder wie hoch kann das Verlustrisiko sein? Wir schauen, ist deine Rendite über der Inflation oder eben nicht? Einfach Basiswissen, Grundwissen. Gern kannst du mir Fragen zu dem Ganzen senden. Viel Spaß dabei. Gib mir einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, wenn du mehr davon sehen willst. Ja, beginnen wir heute mit dieser kleinen Videoserie Basiswissen, Finanzprodukte, klassische Finanzprodukte. Und dazu schauen wir uns einfach mal ein paar Fragen die nächsten Serien an. Wie erwirtschaftet die jeweilige oder das jeweilige Produkt, welches ich vorstelle, wie erwirtschaftet es Gewinn? Welchen Gewinn bringt es? Welche Kosten hat es? Ist dieses Produkt kurzfristig verfügbar? Und wie sieht es mit dem Thema Sicherheit aus? Das sind die Punkte, mit denen wir uns auseinandersetzen wollen. Fangen wir an mit der Lebensversicherung. Letzte Woche hatte ich ja ein Video hochgestellt und die Frage gestellt, ist eine Kapitallebensversicherung, Rentenversicherung im heutigen Finanzmarktumfeld eine lukrative und sinnvolle Geldanlage oder doch eher eine Kapitalvernichtungsmaschine und vielleicht sogar legaler Betrug? Dieses Video verlinke ich dir nochmal, kannst du dir nochmal in Ruhe anschauen, weil heute soll das Ganze kurz und knackig sein. Ja, wenn du eine Geldanlage machst oder wenn ich bei meinen Kunden bin, die Frage stellt, welche Punkte sind dir bei einer Geldanlage besonders wichtig, kommen immer sofort wie aus der Pistole geschossen Sicherheit, Rentabilität, Gewinne, Flexibilität, Verfügbarkeit und neuerdings kommt auch das Thema Kosten mit hinzu. Früher unter die ersten drei Punkte haben wir das immer genannt, das magische Dreieck. Alle drei Punkte gleichzeitig in einer Anlage wirst du so nicht finden. Deswegen schauen wir uns diese Punkte einfach mal an. Heute das Thema kapitalbildende Lebens- und Rentenversicherung. Ja, wie ist es bei dem Thema Sicherheit? Das ist nicht gegeben, weil du hast ein Verlustrisiko, Rentabilität, Gewinne, die Nettorendite unterhalb der Inflation bei einer Lebensversicherung und bei einer Rentenversicherung. Wie sieht es mit dem Thema Flexibilität, Verfügbarkeit aus? Du weißt ja, eine Lebens- und eine Rentenversicherung hat in aller Regel 20, 30, 40 Jahre Laufzeit. Also Thema Flexibilität, Verfügbarkeit überhaupt nicht. Und die Kosten, ja, sind die transparent? Ich glaube nicht. Eine kapitalbildende Lebens- und Rentenversicherung ist also unter dem Gesichtspunkt, wie wir uns gerade angeschaut haben, ich habe das ein bisschen ummodifiziert, diese Punkte, und stelle jetzt die Fragen anders, nicht das Thema Sicherheit, sondern gibt es ein Verlustrisiko? Ist die Nettorendite oberhalb der Inflation, das wäre der Punkt vorher, Rentabilität, Gewinne, und hast du bei dieser Anlage, die du tätigen willst oder die du schon getätigt hast, wenn du die auf den Prüfstand stellst irgendwann mal, kurzfristige Verfügbarkeit an deine Anlagen? Das ist das Thema Flexibilität, Verfügbarkeit. Und wie sieht es aus mit dem Erhalt oder Steigerung deiner Kaufkraft? Auch das ist ein wesentlicher Punkt. Und das Thema Kosten, ja, das ist nach wie vor geblieben. Das sind die Punkte, wie wir uns anschauen wollen. Der Kaufkraftverlust in einer Lebensversicherung ist sehr hoch. Warum ist das so? Die erste Frage musst du dir immer stellen, wem gibst du dein Geld mit einer Anlage? Was macht derjenige damit? Hier ist es so, du gibst das Geld dem jeweiligen Versicherungskonzern, mit dem du einen Vertrag abgeschlossen hast, und damit wirst du laut diesem Vertrag Gläubiger mit allen Rechten und Pflichten. Das heißt, bei einer Versicherungspleite als auch bei einer Staatspleite haftest du im vollen Umfang. Und jetzt bedenke, viele Lebensversicherungsverträge sind noch mit Garantien von 4% ausgestattet, nämlich diejenigen, die in den 90ern eine Lebensversicherung abgeschlossen haben. Wir schauen uns gleich mal an, wie die Versicherungen anlegen, ob die jemals eine Chance haben, auf diese 4% überhaupt zu kommen. Das hatte ich auch letzte Woche im Video schon mit, das kannst du auch nachlesen, immer alles nachlesen, googeln. Derzeit gibt es ja 87 Lebensversicherer in Deutschland und davon haben 34 heute schon Probleme. Ja, übrigens, eine staatliche Einlagensicherung greift in dem Falle einer Versicherungspleite nicht.
Es gibt zwar rechtlich verbindliche Paragraphen, welche Schutz bieten sollen, das habe ich mal in Klammer gestellt, weil die leider nicht für dich als Kunde, sondern nur für die Versicherungsgesellschaft angewendet werden, Schutz bieten. Und deswegen gibt es nicht wenige Experten, die sagen, dass aufgrund vereinzelter, unvorteilhafter Klauseln man das angesparte Guthaben in diesen Versicherungen, wir reden hier immer von kapitalbildenden Lebensversicherungen und Rentenversicherungen, bezieht sich auch auf Riester und Rürup, aber da gehe ich extra nochmal in der Serie drauf ein, dass dieses Kapital als Enteignungskapital bezeichnet werden kann. Und das ist schon äußerst kritisch, Alarmstufe Rot. Der Hintergrund ist einfach der, die Lebensversicherung oder die Lebensversicherer kaufen in einem sehr hohen Umfang Staatsanleihen und das bekommen sie auch noch vorgeschrieben. Also sie müssen das tun, gesetzlicherseits, weil der Staat sagt, das ist angeblich zum Schutz der Kunden, weil ja der Staat formal juristisch gesehen gar nicht pleite gehen kann. Der Anleger, derjenige, der dein Geld für dich verwaltet und anlegt, vorgeschrieben bekommt vom Staat in Positionen zu gehen, wo er gar keine Möglichkeit, gar keine Chance hat, dir hohe Rendite zu geben. Was soll da überhaupt für dich herauskommen? Das ist eine ganz einfache Frage. Wie viele Gesellschaften haben die letzten Jahre ihre prognostizierten Leistungsversprechen eingehalten? Frag einfach einmal in deinem Freundes- und Bekanntenkreis nach. Haben die eine Lebensversicherung? Haben die schon mal eine ausgezahlt bekommen? Wie viel haben die eingezahlt monatlich? 100 Euro, 50 Euro, 200 Euro? Keine Ahnung. Über wie viele Jahre? Also rechne das einfach mal zusammen und was kam am Ende heraus? Was wurde ausgezahlt? Und das sind dann die Fakten, das ist dann die blanke Wahrheit und da kann dir keiner sagen, das ist gut oder schlecht. Du hast dann ein faktisches Resultat von dem Ganzen, was du selbst am besten dann beurteilen kannst, ob das Ganze gut oder schlecht. Falls du eine besitzt, eine Lebensversicherung, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dann kannst du schnell einfach mal für dich prüfen, wie viel Beitrag zahlst du monatlich ein, wie viele Monate oder Jahre bereits. Also rechne einfach mal deinen Beitrag mal die dementsprechenden Jahre und dann schau mal nach. Du bekommst ja, die Versicherer sind ja vorgeschrieben, die Versicherungen sind ja gesetzlich angewiesen, dir jedes Jahr eine Information zu senden, wie viel du in deiner Anlage in Anführungszeichen hast. Schau dort einfach mal nach und falls du das noch nicht gemacht hast, schau ganz bewusst nach, weil du wirst auch feststellen, falls du die letzten 3, 4, 5 Jahre dir diese Schreiben aufgehoben hast, du zahlst zwar jedes Jahr ein, aber trotzdem ging der Rückkaufswert bei den meisten immer weiter runter. Und das ist natürlich mehr als bedenklich. Deswegen frage dich bitte, willst du bei einer Auszahlung, wenn du einmal eine Anlage machst, wie bei einer Lebensversicherung, wirst du bei dieser einen Gewinn einfahren, der über der Inflationsrate liegt, damit du überhaupt eine Möglichkeit hast, die Kaufkraft deines Geldes zu erhalten? Oder wirst du sehr wahrscheinlich sogar weniger ausbezahlt bekommen, als du eingezahlt. Ja, das Thema Kosten, ich möchte hier nicht so intensiv, sonst wären die Videos wieder zu lang. Das soll nur kurz und knackig einfach mal eine Anregung an dich sein. Prüfe das Ganze, du kannst mich jederzeit gerne anrufen, mit mir Kontakt aufnehmen, mich anschreiben. Wir können skypen, wir können drüber reden, du kannst das Ganze auch googeln. Ich möchte dich einfach nur wachrütteln. Hier nochmal das Thema, bei 100 Euro monatlich hast du circa nur 70 oder 80, also zwischen 20% und 30% haben die Versicherer ja Kosten. Das heißt, im Umkehrschluss, dass nur 70% oder 80% deines Anlagevolumens angelegt werden und nur darauf bekommst du derzeit ca. 0,9% Zinsen. Und jetzt bedenke bitte noch das Thema Inflation. Thema Inflation, offizielle Inflation 1,5%. Die meisten sagen, fühlen und denken, dass die richtige Inflation zwischen 3% und 6% liegt. Das überlasse ich dir. Schau einfach selber nach den Preisen. Aber wenn du nur 0,9% bekommst an Zinsen und 1,5% Inflation hast und die Kosten noch so hoch sind, wie willst du dort jemals Gewinn machen? Was heißt das im Klartext für dich? Mit einer Kapitallebensversicherung oder einer Rentenversicherung befindest du dich im heutigen Finanzmarkt immer im Minus, immer aufgrund der hohen Kosten des niedrigen Zinsumfeldes und der Inflation. Du hast mit so einer Geldanlageform heutzutage absolut keine Chance, Vermögen aufzubauen. Das ist einfach so. Deswegen, wenn du eine Geldanlage tätigst, wenn du schaust, wenn du deine Anlagen, die du hast, egal was du hast, von Zeit zu Zeit auf den Prüfstand stellst, das solltest du tun. Nicht einmal was abschließen und 30 Jahre nicht hinschauen, sondern du solltest dich von Zeit zu Zeit hinsetzen, ob das dein Sparbuch ist, dein Bausparvertrag, dein Investment, egal was es ist, von Zeit zu Zeit einfach mal schauen und prüfen, ist es noch angemessen, passt es noch zu deiner derzeitigen Situation, zu deinen Zielen und Wünschen, passt es noch
noch zum Finanzmarktumfeld und. Und deswegen die wichtigsten Fragen, die du dich bei jeder Anlage, die du dir stellen solltest, nicht dich, sondern dir, sind immer, welches Risiko hast du bei dieser Anlage? Hast du ein Verlustrisiko bei dieser Anlage, was du getätigt hast? Ist die Nettorendite oberhalb der Inflation bei dieser Anlage, die du tätigen willst oder die du hast? Wie sieht es aus mit dem Thema Verfügbarkeit? Hast du eine Chance, deine Kaufkraft zu erhalten oder eine Steigerung der Kaufkraft? Und das ist wieder das Thema, bist du mit einer Rendite oberhalb der Inflation, weil ansonsten kannst du deine Kaufkraft nicht erhalten. Und wie sind die Kosten? Sind die Kosten niedrig? Sind sie transparent? Wurden sie dir ordentlich erklärt? Das sind die Punkte, die du wissen musst, die du wissen solltest, die ich dir ans Herz legen möchte bei jeder Anlage, die du tätigst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch, schreib mir deinen Kommentar drunter, wenn du anderer Meinung bist oder auch wenn du der gleichen Meinung bist, was deine Erfahrungen sind. Abonniere diesen Kanal, empfehle mich gerne weiter. Oder nimm direkt mit mir Kontakt auf. Unter diesem Video sind auch noch weiterführende Videos. Es gibt auch noch ein Webinar, wo ich intensiver mit drauf eingehe. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und hör auf, in die falschen Anlage zu investieren. Beschäftige dich wirklich intensiv mit dem Thema Geld investieren und was dir mehr bringt und wie du langfristig Vermögen aufbaust und vor allen Dingen, wie du dieses auch schützt. In diesem Sinne, alles Gute, viel Erfolg bei allem, was du tust, vor allen Dingen bei deinen Geldanlagen. Tschüss, dein Carsten.